Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Jonetsu und ich grüße euch herzlich zum ersten Comic-Update des Monats, also der erste Comic-Haul, was auch immer. Und zwar, ich hatte es ja im letzten Manga-Update schon angekündigt, dass ich zukünftig das Manga-Update und das Comic-Update getrennt halt betrachten werde, einfach weil ich A, so ein bisschen mehr Überblick darüber habe, wie viele Leute sich auf meinem Kanal jetzt richtig für Comics interessieren, wie viele eher für Manga. Und zweitens einfach, dass ich gerade bei Comics das Gefühl habe, dass ein Unboxing mehr Sinn macht, da ich oft gar nicht weiß, welche Cover ich habe und ähnliches. Und das, denke ich mal, einfach interessanter ist. Dementsprechend reden wir nicht groß im heißen Brei, sondern machen das fette Paket auf. Stolze 6,4 Kilo. Und ja, wollen wir mal. Da sollten zwar auch, glaube ich, die Comics von vom Freund, der Schwester meiner Freundin drin sein. Aber gut, die lege ich schon einfach raus. Und ja, heiliger Bimbam. Einfach mal, um zu zeigen, wie gut der Comic Express, ich werde das by the way immer im Titel schreiben, weil der Comic Express ist der Shop, bei dem ich immer meine Comics bestelle. Verpackt, einfach mal ein kleiner Einblick. Also, ja, das ist ordentlich, was wir sehen. Einer von denen müsste für mich. Okay. Ich hatte auch neue Backboards bestellt. Stimmt. Okay, die sind für meinen Schwager so ziemlich. Guck mal. Sind diesmal gar keine Comics? Okay, ich hinterfrage es einfach nicht. Ich zeig euch einfach mal, was hier alles drin ist. Normalerweise wird sowas nämlich immer noch mal getrennt verpackt, aber in dem Fall jetzt irgendwie nicht. Und dementsprechend, ja, ihr seht schon ordentlich was los hier. Erstmal, das ist eine Free Preview und zwar die DC Connect. Fokussieren, weil einfach was so nächster Zeit erscheint. Oh, das Batman Cover, das ist sick. Aber wir sind ja nicht hier für die Preview, sondern wir sind hier für die Comics. Und ja, fangen doch direkt mal an. Zum einen haben wir hier Animal Castle 4. Ich finde auch mal wieder mit einem sehr interessanten Cover. Das letzte Cover war mir persönlich zu minimalistisch, aber das geht echt. Klar, dann, also stimmt, Sensational Wonder Woman Special. Die Sensational Wonder Woman Comic-Reihe hatte ich komplett gesammelt. Schönes Cover, by the way. Also, ja, und der Comic Express handhabt das so, wenn eine Reihe einen Spin-Off bekommt oder eben einen neuen Run, dann fügt er dies automatisch in der Bestellung hinzu. Hat Vorteile, hat Nachteile. Dann, oh mein Gott, New Burn 5 mit einem großartigen Cover. Richtig spannende Comic-Reihe, auf die ich mich richtig freue. Also die muss ich auch irgendwann mal auf diesem Kanal besprechen. Sehr schön Thriller-mäßig. Geil, geil, geil. Dann A Righteous First for Vengeance. Nummer 5? Ne, 6. 6. Genau. Dann War for Earth 3. Das war auch einer dieser Comic-Reihen, die einfach, ja, dadurch, dass es die Fortsetzung von einer anderen Comic-Reihe ist, automatisch, glaube ich, dazugefügt wurde. Meine ich. Kann mich auch gerade täuschen. Dann, ja, ein neuer Venom-Run. Venom Level Lethal Protector. Mit einem, wie ich finde, sehr coolen Cover. Ich muss sagen, ich bin ja eh großer Fan, wenn es um Spider-Man und allem drum und dran geht. Dementsprechend habe ich zum Beispiel auch den neuesten Silk Run. Ich hoffe so sehr, dass man das auf der... Wartet mal, ich drehe mal kurz ein bisschen das Licht. Besser? Ja, da muss ich noch ein bisschen feilen mit dem Cover. In die Kamera halten. Aber ja, Silk Nummer 3. Dann etwas für meine Freundin. Elektra Black, White and Blood Nummer 3. Hat, glaube ich, 4 Ausgaben insgesamt. Dann... Ja, okay, da ist jetzt das eine Comic-Heft von meinem Schwager. Und Scheiße, was haben wir hier?
Ah ja, noch eine Vorschau von Marvel, die habe ich allerdings tatsächlich schon durch Arconia bekommen. Dann gibt's endlich einen Punisher Run, den ich sammeln kann. Wuhu! Bin ich richtig gespannt drauf. Ich weiß, dass es um die Comicreihe eine kleine Kontroverse gab, da das Logo vom Punisher verändert wurde. Ist scheiße. Allerdings, ja, ich muss mal abwarten, wie es im Comic selber sein wird. Dann haben wir hier Devil's Reign Superior 4. Nummer 3 müsste das sein. Ja. Devil's Reign ist ja das aktuelle Super-Duper-Ereignis bei Marvel. Dementsprechend auch hier Devil's Reign Moon Knight. Bei Moonlight läuft ja aktuell auch die Netflix Live-Action-Serie. Finde ich auch richtig gut. Und ja, Moon Knight hat natürlich auch so sein eigenes Erlebnis während des Devil's Reign Events. Ja, ich muss jetzt vorsichtig das Heft wieder hier reinkriegen. Das ist, by the way, das Variant Cover von Lionel Francis Yu. Sieht gut aus. Und wo wir gerade bei Devil's Reign sind, Devil's Reign Nummer 5 mit einem sehr abgefuckten Cover. Aber ich muss sagen, ich liebe bei Devil's Reign diese komplette Cover-Design-Art, weil die das ja bei den Hauptcovern so durchziehen. Geil, geil, geil. Dann, was haben wir jetzt nächstes? Ah ja, Captain Carter. Sehr geil. Nach der What-If-Serie, muss ich sagen, hat es mir Captain Carter so ein bisschen angetan. Gut, ich stehe auf starke Frauen und... Oh boy! Da musste natürlich auch Captain Carter her. Und ja, ist eine fünfteilige Miniserie. Soll ganz gut sein sogar, habe ich gehört. Und dann, oh ja, mal wieder ein bisschen Spider-Man. Spider-Gwen. Gwenworth. Wie gesagt, ich liebe alles, was mit Spider-Man zu tun hat. Spider-Man ist zusammen mit Moon Knight mein liebster Held im Marvel-Universum. Dann haben wir als nächstes Venom Nummer 6. Auch hier, das ist ein richtig guter Comic Run aktuell. Was haben wir denn hier? Ah ja. Regarding the Matter of Oswald's Body Nummer 5 von 5. Damit ist diese Reihe auch beendet. Sehr feine Sache. Dann auch Robins Nummer 5 von 6. Joa. Dann Deathstroke Inc. Nummer 7. Auch sehr cool. Und dann mal wieder was mit Spidey. Und zwar Carnage. Er hält jetzt endlich eine neue Comic-Reihe. Und da bin ich so hype drauf. Da bin ich unfassbar hype drauf, weil ich liebe Carnage. Und dann, ne, geil. Dann haben wir als nächstes The Silver Coin Nummer 10. Das ist so eine kleine Anthologie-Comic-Reihe. Oh, ja, horrormäßig finde ich immer ganz geil. Warum nicht? Rain Nummer 3 von 5. Und was haben wir dann zum Schluss von diesem Packen? Teen Titans Academy Nummer 13 von, oh Gott, ich glaube 15? Was Nummer, was von 15? Ich glaube, es war von 15. Auf jeden Fall, der Run endet jetzt bald auch. Und dann kommt da jetzt bald wieder so super duper DC-Event. Ach, weiß ich nicht, ob ich mir das hole, weil ich muss sagen, das ist die eine Seite, die ich gerade bei Marvel und DC Comics irgendwie immer hasse. Und zwar, wenn man nicht jeden einzelnen aktuellen Run liest, kann man viele Events oder auch teilweise vereinzelte Comic-Reihen nicht anständig lesen, weil spielt halt alles in selben Universum und baut aufeinander auf. Und das ist scheiße. Das ist scheiße, Punkt. Dann machen wir weiter mit Nummer 2. Erstmal hier die Rechnung, kann weg. Und ja, machen wir doch weiter mit der Zeitbox. Da haben wir Step by Bloody Step Nummer 2 von 4. Oh mein Gott, sieht das Cover gut aus. Erscheint beim guten Image Comics. Was einfach, ja, das ist halt der Vorteil bei Image Comics, da baut nicht alles aufeinander auf. Dann haben wir, was für meine Freundin, Avengers Forever Nummer 4. Sie ist halt total Avengers-Fan bei mir. Geht's, ich bleib weitestgehend bei meinem Spider-Man. Und wo wir gerade Spider-Man haben, Ben Reilly, Spider-Man Nummer 3 von 5. Sehr, sehr schön. Ich habe ja Kleber hängen.
Dann haben wir als nächstes Captain America Iron Man Nummer 5. Ich habe leider 4 noch nicht, weil ja aktuell ist es so ein bisschen schwierig, weil die Lufthansa Probleme hat. Dementsprechend kommen einige Comics früher an als andere, obwohl die anderen vorher verschickt. Ist es weird und scheiße. Dann haben wir als nächstes Dark Ages 6. Damit ist die Reihe beendet. Das hier ist eigentlich auch ein... haben sie diesmal wohl ein bisschen Mist gebaut. Die Juden-Freunde bei Comic Express. Okay, das ist scheiße. Ja, da wurde ein bisschen Mist gebaut. Das heißt, ich muss hier gerade ein bisschen gucken, weil das ist wieder für meinen Schwager. Das ist für meinen Schwager. Das ist wieder für mich. Und zwar Devil's Reign X-Men Nummer 3. Dann haben wir Devil's Reign Villains for Hire Nummer 3. Devil's Reign Event ist ja jetzt auch bald vorbei. Dann die meines Wissens nach letzte Ausgabe von Demon Days, leider Gottes, von der großartigen Peach Momoko wohlbemerkt. Ich muss hier mal kurz sortieren. Das ist... Ach, come on, hatte ich noch nie. Dann hier, das ist wieder für ihn, das ist wieder für ihn. Das ist auch für ihn. Das ist auch für ihn. Das ist dann auch für ihn. Das ist wieder für mich. Ghost Rider Nummer 2. Und heilige Scheiße, ist das Cover geil. Ah, das sieht richtig gut aus. So, was haben wir dann als nächstes? Ja, der neue Hulk Run Nummer 5. Dann haben wir Miss Marvel Beyond the Limit Nummer 4. Sehr schöne Sachen. Dann haben wir als nächstes wieder Spider-Man. Und zwar diesmal ein bisschen sehr abgefuckt. Savage Spider-Man. Geil, geil, geil. Shang-Chi Nummer 10. Auch schöne, schöne Sache. Dann auch wieder für meinen Schwager. Auch wieder für meinen Schwager. Und ja. Das hier war auch sehr kulant von Comic Express. Und zwar hatte ich mir halt auch Miss Marvel Nummer 1, ne, Miss Marvel bis Beyond the Limit, bliblablub, bestellt. Klar, kennt man. Das letzte Heft ist dann auch wieder für ihn. Und ja, mir wurde dann allerdings das falsche Variant geschickt, weil ich hatte mir das von Peach Momoko bestellt. Und ja, dann habe ich den Comic Express angeschrieben und hat gesagt, hey, hör mal, tut uns leid, habe ich wohl versehentlich falsch gegriffen. Ich schicke dir das richtige Cover nach, das andere kannst du behalten. Und ja, hier ist nun eben das richtige Cover, was ich halt ursprünglich bestellt habe. Sehr kulant, sehr schön und ja, das war's mit meinem Comic Express Haul. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wünscht euch zu irgendeiner dieser Comic-Reihen in naher Zukunft oder in ferner Zukunft mal eine Review oder einen Erstindruck oder ähnliches, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über ein Abo sowieso. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Ciao!